Sammy, das letzte Spiel der Saison war wahrscheinlich nochmal eines der kräftezehrendsten. Am Ende 120 Minuten Pokalfight im Saarbrücker Ludwigspark gegen den FCS. Am Ende 2-3 Sieg für euch. Wie viel Kraft hat dieses Endspiel gekostet? Ja, sehr viel Kraft. Wir hatten auch schon 38 Spiele davor in den Knochen plus die Pokalspiele davor. Also so langsam reicht's, ich brauche Urlaub. Es war ja auch so ein bisschen ungewöhnliche Vorbereitung auf das Spiel heute. Ihr wart bis Mittwoch noch in Mallorca, habt dort ein bisschen die Meisterschaft gefeiert, jetzt innerhalb einer Woche den zweiten Titel eingefahren. Wie hat es sich auf Malle angefühlt? Ja, sehr schön, aber man muss auch schon sagen, jetzt ist man platt. Und ich glaube, jetzt hat man keine Kraft mehr für eine großartige Feier. In den letzten beiden Jahren alle Titel gewonnen, die es zu gewinnen gab. Wie fühlt sich das für dich persönlich an, diese Entwicklung? Ja, sehr schön. Vor zwei Jahren hätte es keiner gedacht, in zwei Jahren 4 Pokale zu holen. Jetzt ist uns das zum zweiten Mal gelungen, also wir können alle stolz drauf sein. Jetzt ist ein bisschen Pause angesagt, du hast gesagt, du brauchst auch die Pause. Wie bereitet ihr euch dann auf die zweite Liga vor? Ja, jetzt ist erstmal 3 Wochen Urlaub und dann fängt die Vorbereitung an, ich glaube 4-5 Wochen. Die wird hart und dann gucken wir, dass wir die zweite Liga so gut wie möglich annehmen. Konntest du mittlerweile schon das Ganze ein bisschen mehr realisieren oder durch diesen Stress noch nicht so ganz? Nee, immer noch nicht. Ich glaube, das kommt während der Saison, wenn man merkt, man spielt. Irgendwo in Hamburg oder so, dann kommt es, aber jetzt momentan nicht. Nee. Gute Erholung, vielen Dank. Danke. Manu, die Saison ist mit dem Doublesieg abgeschlossen. Wenn du mal irgendwann eine Biografie schreibst, wie viele Seiten bekommt die SVE in dieser Saison? Ja, ich glaube, wenn, dann würden die meisten Seiten wahrscheinlich jetzt den letzten zwei Jahren gehören. Was hier entstanden ist, mit den Fans zusammen, mit der Mannschaft zusammen, mit dem Team drumherum, ist einfach unglaublich. Ich glaube, da würde ich glaube aus dem Schreiben gar nicht mehr rauskommen. Es war heute nochmal ein mega intensives Spiel. Ihr müsst nochmal alles reinwerfen. Auch du hattest, glaube ich, so ein bisschen dann Probleme irgendwann. Wie viel Kraft hat dieser Nachmittag nochmal gekostet? Ja, extrem. Es war, natürlich ist es ein Pokalfinale, aber ausnahmsweise ging es mal nicht wirklich um den Einzug in den DFB-Pokal. Wir waren beide Mannschaften auf Mallorca. Ich glaube, das hatten wir uns auch verdient nach der Saison. Von dem her war es sehr schwer, irgendwie auf Spannung zu kommen. Ich glaube, allein durch die Stimmung im Stadion ist es uns irgendwie gelungen. Und man hat uns einfach dann angemerkt, dass wir es trotzdem gewinnen wollen. Dass wir trotzdem, wenn auch die Kräfte ein bisschen weg sind, irgendwie das Ding ziehen wollen, das ist nochmal was Besonderes und ich bin einfach nur froh, dass es uns gelungen ist. Du hast diese etwas ungewöhnliche Vorbereitung auf das Spiel heute angesprochen. Ihr wart zusammen in Mallorca, teilweise auch mit Saarbrücken-Spielern. Hat man da im Vorfeld so ein bisschen über das Spiel gesprochen? Ja, wenig. Ich glaube, in Mallorca geht es einzig und allein ums Feiern, ums Trinken, ums Spaß haben zusammen. Klar hat man da mal gesagt, boah, Samstag müssen wir auch noch spielen, aber das war nicht wirklich Thema, ne. Es wird eine wahnsinnige zweite Liga, wenn man da so auf die Namen schaut. Deine Vorfreude ist wahrscheinlich riesig, aber wie groß ist jetzt auch der Urlaubsbedarf? Ja, ich glaube, das tut auch mal wichtig, auch für die mentalen Aspekte einfach mal runterzufahren, mal nicht über Fußball nachzudenken. Wird es zwar auch schwer bei der Vorfreude, aber ich glaube, im Großen und Ganzen tut es schon sehr, sehr gut, ja. Vielen Dank. Ja, Rafa, zum 27. Geburtstag hat die Mannschaft dir wahrscheinlich das schönste Geschenk gemacht. Am Ende der Doublesieg, der Pokalsieg für dich, für die Mannschaft, der Abschluss einer ganz besonderen Saison, oder? Ja, ich glaube, man muss das Ganze ein bisschen größer betrachten. Also zwei Doublesiege nacheinander, ne? Einmal in der Regionalliga, jetzt dritte Liga und Pokal wieder. Ist unfassbar. Also nicht nur heute das Spiel, das ist einfach die Krönung ja, einer ganzen Saison oder anderthalb Saisons, seit ich jetzt da bin, wo alles super gelaufen ist. Und also Respekt an die Mannschaft, muss man sagen. Als Trainer kennt man die Mannschaft natürlich am besten, kennt den Zustand der Mannschaft am besten. Ihr habt wahrscheinlich heute nicht gehofft, dass es in die Verlängerung geht, oder? Nee, ich glaube, das war jetzt
ja, das hätten die Spieler sich auch anders vorgestellt, aber musste halt sein. Und dann hat man wieder den Charakter der Mannschaft gesehen. Wir haben wieder alles rausgehauen und verdient gewonnen, finde ich. Jetzt geht's erstmal in den wohlverdienten Urlaub, dann nächstes Jahr in 3 Wochen, kann man fast schon sagen, wartet die 2. Liga, die Vorbereitung. Ja. Kann man da schon so ein bisschen Ausblick wagen, was da auf euch zukommt? Nee, ich glaube, wir haben uns jetzt erstmal auf die letzten Ligaspiele konzentriert und jetzt auch aufs Pokalfinale, ohne jetzt zu viel nach vorne zu gucken und auf nächste Saison zu gucken. Und jetzt beginnt dann erstens der Urlaub, aber zweitens vor allem für einen Trainer immer auch schon die Vorbereitung für nächste Saison. Und das beginnt jetzt und ja, das wird die nächsten Wochen auf dem Programm stehen dann. Dann feiert noch schön im doppelten Sinne. Vielen Dank. Vielen Dank. Bobby, 5 Tore hat es heute gebraucht, um das Saarland-Pokalfinale zwischen euch und dem ersten FCS zu entscheiden. Dein Tor war das wahrscheinlich wichtigste, nämlich das 2:3 am Ende. Du bist reingekommen, hast das Tor erzielt. Jetzt dürft ihr den nächsten Pokal in die Luft recken. Wie fühlt es sich an? Ja, es fühlt sich immer gut, dem Team zu helfen. Und dann noch in so einem Spiel, im Finale. Es fühlt sich einfach gut an, nochmal einen guten Abschluss gefunden zu haben. Und ja, es ist einfach schön. Letzte Woche den Aufstieg perfekt gemacht, heute das Double perfekt gemacht. Diese Woche mit Mallorca insgesamt, wie hat es sich angefühlt? Ja, war für manch andere eine lange Woche wahrscheinlich. Jetzt auch nochmal schwer, vielleicht in die Trainingseinheiten reinzukommen nach Mallorca oder nach anderen diversen Partys. Ja, aber ich denke, das hat die Mannschaft ganz gut gemacht. Die hat nochmal das Spiel ernst genommen, nochmal alles reingehauen. Wenn man jetzt Semi sieht, der 3-mal oder 5-mal gefühlt auf dem Boden lag mit Krämpfen, aber sich dann immer noch reingehauen hat, ja, dann zeigt das auch den Charakter der Mannschaft. Wie blickst du insgesamt auf die Zeit hier in Elversberg zurück? Ja, es war eine schwierige Zeit, aber auch eine gute Zeit, wo ich mich persönlich natürlich weiterentwickelt habe, aber natürlich mir noch mehr Spielzeit gewünscht hätte. Genau, und jetzt ist es einfach schön, so einen Abschluss zu finden. Es geht weiter, genau. Dann feiert noch schön, vielen Dank. Dankeschön, ciao, ciao. Horst, von einem Titel-T-Shirt ins nächste, vom Aufstiegs-Shirt ins Pokal-Shirt. Ein unfassbares Jahr geht zu Ende. Du bist wahrscheinlich auch erleichtert, dass es zu Ende ist und dass es so erfolgreich zu Ende gegangen ist, oder? Ja, es war nicht zu erdenken, zu erträumen. Es ist einfach nur großartig, was die Jungs auch heute wieder geleistet haben. Es war, glaube ich, von allen so, dass wir gedacht haben, Verlängerung bitte nicht. Ja, und dann kamen sie und wir mussten es nehmen und dann haben wir das Spiel entschieden noch. Im Grunde fand ich auch, dass wir die bessere Mannschaft waren, mit etwas mehr Tormöglichkeiten als der Gegner und uns das verdient hatten. Aber trotzdem musste man nochmal richtig fighten und kämpfen. Und die Erfolge, die wir erreicht haben, die sind halt unglaublich gut und toll. Und die Jungs dürfen das feiern und sie dürfen jetzt auch in den 3 Wochen diese Pause haben, sich gut fühlen und hin und wieder zurückdenken an das, was gewesen ist und an das Miteinander, was wir hatten. Also das war schon eine tolle Mannschaft, ein tolles Gefüge. Die Jungs haben echt sich so gut verstanden. Das ist eine Freude, das dann zu begleiten, zu betreuen und zu sehen, wie viele glückliche Gesichter da waren und wie viele Erfolge wir auch hatten. Es war heute ein ganz besonderer Sieg. Das heißt, dass die Mannschaft diese kräftezehrende Drittligasaison gut überstanden hat und auch Mallorca gut überstanden hat. Ja, es war schon so diese Gefahr, die da ist, wenn du ein bisschen müde in ein Spiel gehst und das darf nach 1-2 Tagen Malle, darf das mal passieren, dass da sich keiner verletzt hat. Das ist das Gute, was ich einfach gesehen habe und dass die Jungs dann trotzdem doch mal ans Limit gelaufen sind und darüber hinaus, so wie Semi und Pinky mit ihren Krämpfen, wo klar war, die sind eigentlich tot, ich muss sie auswechseln, aber ich wollte auch die Jungs belohnen, die 5 Einwechslungen relativ früh machen, damit auch ja, dieses Gefühl von wir sind beteiligt wieder aufkommt. Ich konnte leider nicht alle einwechseln, die ich gerne eingewechselt hätte. Das ist schade, aber letztendlich sind wir sehr froh, dass die Gemeinschaft wieder das Spiel dann so gezogen hat und gewonnen hat. Bisher ging es in deinen Endspielen immer um den Einzug in den DFB-Pokal. Das war jetzt im Vorfeld schon klar. Jetzt ging es eigentlich mehr um das Prestige. Hat man sich trotzdem genauso vorbereitet?
Nee, wir haben uns nicht ganz so vorbereitet, weil die Jungs eben ein paar Tage weg waren und dann haben wir diesmal auch eine Videoanalyse gelassen. Wir haben aber natürlich auch die Erfahrung gemacht, vor ein paar Monaten hier zu spielen, wie wir es da gemacht hatten, zumindest bis zur roten Karte war das dann vergleichbar, was wir vorhatten. Dementsprechend wussten die Jungs, was unser Plan ist und dann habe ich eben mehr in der Besprechung darauf hingewiesen, wie wir es machen wollen. Und ja, die Jungs haben dann abgeliefert und ein gutes Spiel gemacht und ich freue mich darüber, dass trotz der Ausfälle, die wir hatten, dass wir den Pokal wieder hochregen konnten. Die Woche stand in der Zeitung, dass du daheim den Rasen gemäht hast, die Zeit bis du nutzen konntest. Jetzt hast du noch mehr Zeit, nämlich Sommerpause. Ist der Rasen schon fertig? Ja, der Rasen ist halt pflegebedürftig und ich habe nicht den besten Rasen. Also meine Pflege ist eher nicht so toll. Ich freue mich einfach, jetzt mal zu Hause zu sein, Familie zu sehen und gönne das auch den Jungs, dass sie bringen Opfer. Ja, sie haben gewaltig zu tun und sind sehr diszipliniert über die Saison hinaus und dementsprechend freue ich mich für sie auch, dass sie 3 Wochen Urlaub machen können. Ich bin froh, dass wir unsere Fans entlassen konnten mit einem weiteren Titel in die Sommerpause und dann freue ich mich darauf, dass wir eine Vorbereitung haben und dann auch in eine Zweitligasaison starten dürfen. Danke für dieses tolle Jahr. Vielen Dank, Horst. Danke auch.